Das ist eine Funkstation wie jeder andere. Nur durch die Kennung sind wir als Funkstation, als Sonderfunkstation ausgewiesen. Ja. Sie sehen ja auch am Bild den SDOK, den Sonderdeutsche Ortskenner, der sich jetzt auf die 1050-Jahr-Feier von Zeitz bezieht. Ja. Wie ist die Sonderkennung jetzt? Die Sonderkennung ist DL 1050 ZZ, also 1050 Zeitz. Ja. Das ist eine sogenannte QSL-Karte oder Empfangsbestätigungskarte, die den Nachweis, den schriftlichen Nachweis bringt über die tatsächlich stattgefundene Funkverbindung. Denn ich kann viel erzählen, durch die Karte wird es dann belegt. Und wir verschicken diese Karte an die Funkpartner, mit denen wir unter der Sonderkennung gearbeitet haben. DL0ZHZZ und darunter Sonder-DOK 1050. Ensemble Colorit und Lichterprinzessin Mathilda Hauschild. Ja, was verbreiten die? Freude, Fröhlichkeit und Lebensluft. Als nächstes natürlich auf der wunderschönen Kutsche sehen wir natürlich unseren Magistrat, unseren Bürger. Wir haben das eben für die 1050 Jahre Zeitz machen lassen. Und unsere Firma als Gravierbetrieb besteht seit 95 Jahren. Und da haben wir gesagt, das ist eine wunderschöne Symbiose. Das passt wunderbar zusammen. Und da machen wir das mal so. Stempel für die Münzen, damit jede Seite anders ist. Dazwischen haben wir den Pressring. Da kommt jetzt dann der Rolling rein. Der besteht aus Zinn. Ist dann also sozusagen eine Zinnmünze. Man könnte auch andere Materialien nehmen, sind halt dann Silber oder Gold, wäre dann halt aber eben etwas preisaufwendiger. Ja, jetzt kommen die gegeneinander. Werden so gedreht, dass die beiden Seiten sich genau gegenüberstehen. Und dann kommen die in das Schlaggesenk, ein Stößel dagegen. Ja, wenn ich sie kriege, ja.